Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2 Beyond Light Let's Plays. In diesem Part werden wir jetzt ein paar Zorngeborene jagen. Also, let's go. Na gut. Oh, oh Gott, ja. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher nachgucken sollen. Aber naja. Auf geht's dann in die träumende Stadt. Fragt sich halt nur, wie viel Prozent das gibt. Aber naja, das sehen wir ja gleich. Ich sag mal, haben wir hier so zwei, drei von denen in dem Part. Und dann, keine Ahnung, irgendwas anderes halt im nächsten. So, auf zu dem Teil hier. Hallo, fahr schneller hoch. Köder platzieren und... Ich wünschte, wir könnten die Schar sich einfach selbst zerfleischen lassen. Ja, sie wäre viel einfacher zu vernichten, nachdem sie sich selbst geschwächt hat. Deine Geduld wird sie, wo Aras Herrschaft nur sterben. Auf. Ey. Wieso halten diese Mini-Zorngeborenen eigentlich mehr aus? Wieso halten die mehr aus, gefühlt als der eigentliche Zorngeborene? Entweder das oder mir kommt es halt nur so vor. Haben wir trotzdem. So. Nein. Na ja, gut, das eben kann man ignorieren. Aber egal. Jetzt würde ich dann hier erstmal noch das hier ausmachen, kurz, um für gleich einen Thumbnail-Shot zu machen. Keine Ahnung, ob das irgendwie gut aussieht, aber was weiß ich. Besser als nichts, würde ich sagen. Hallo, nein. Echt, wieso klappt das nicht immer da auf Anhieb? So. Und dann einfach auf euch alle erledigen. Ja. Ach, stimmt ja. Oh komm, ne. Hey, erstmal jetzt schnell den Schild wegkriegen.
Wenn das mal klappen würde, wie soll. Hallo, Vektor, Vektor, Vektor! Ja, komm. So viel mal dazu. Es klappt ja echt hervorragend. Ja, so klappt das doch schon mal besser. Und jetzt erstmal eine ordentliche Ladung an Super Blitzen. Das war's mit dem hier. Ist auf mich aufmerksam geworden. Das ist. Den Ruf von Xivu Arat. Krähe, konzentrier dich. Ich. Ja, ich bin da. Oh, 25. Der Ruf der Leere kann verführerisch sein. Keine Sorge, Warlock. So leicht kommt man mir nicht bei. Zeigt, würde ich dann jetzt noch zwei mehr im Bestfall und dann, ja, reicht das doch eigentlich. Jetzt würde ich sagen, holen wir uns in der Wehrbucht. Welcher? Na, ja, den hier würde ich sagen. Das ist doch der Wehrbucht, ne? Ja, ich denke schon. Dann, keine Ahnung. Hier machen wir das. Und das. Also. Auf zur Wirbucht und dann halt den nächsten Zorngeborenen erledigen. Warum die Zorngeborenen jagten, sollte eigentlich klar sein, wenn man nicht aufgepasst hat, will ich nicht ins Inventar gehen. Natürlich, um halt Fortschritt für das weiße Leuchten bei der Rüstung hier zu bekommen. Kann man halt zusammen machen, halt nächsten. Ach komm. Nächstes Mal halt. Ja, ist die Altäre da. Denke ich mal. Entweder das oder halt. Keine Ahnung. Die Schlachtfelder wäre eine Option. Na gut, das kann man. Das kommt so oder so wahrscheinlich nur. Irgendwann. Oder ne, ich würde sagen. Dämmerungsstrike und Altäre der Sorgen auf dem Mond. Das sind die zwei Dinge, die wir jetzt noch in den nächsten zwei Parts machen. Ach komm, nein. Das ist doch bekloppt. Ja gut, hier das Event brauche ich glaube ich nicht. Also, wir fahren direkt vorbei.
Leute meinen, sie würden etwas lernen. Aber jeder Zombie-Bohne ist so überrascht wie der letzte. Selbst mit Vorwarnung wären sie machtlos, ihre Taten zu verhindern. Xivu Arad treibt sie in den Wahnsinn. Weg, 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 weg. Nee. So, durch, weiter. Einfach weiter draufhalten hier. Mal nebenbei einfach bis rumspringen, dann geht das ja. Sag ich doch. Das schaffen wir bestimmt. Sieh zu und lerne. Jedes Mal aufs Neue diese Fährtenjagd im Prinzip. Die eigentlichen Kämpfe sind eigentlich mega schnell vorbei. Auch ein bisschen enttäuschend an dem Modus. Es ist einfach viel zu leicht, ist größtenteils. Das schon in der Season auf der Hand, wo es eingeführt wurde. So, ich dann jetzt erstmal noch den zweiten. Und dann, ja, würde ich sagen, war es das für den Part hier. Diese Drecksservitoren und ihre Drecksteleportiererei. Echt jedes Mal der gleiche Mist mit denen. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Naja, egal. Der ist jetzt auch gleich weg. Sag ich ja. Etwas schrottig, aber es sollte klappen. Du musst immerhin keinen Lasern ausweichen. Wir halten uns lieber im Hintergrund. Ja, und damit würde ich sagen, war's das für diesen Part. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, natürlich, jetzt geht das nicht mehr. Ach komm, dann muss ich halt ein bisschen länger warten. Diese Dreckssoftware. Wenn man das Video eigentlich beenden kann, dann aber nicht mal die Aufnahme auf beenden. Naja, jetzt eigentlich richtig. Tschüss.